Ja, Leute, ich bin auch mal wieder da. Es gibt mich noch, es ist unglaublich. Und willkommen zurück in Fornost. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Ich werde auch jetzt nur eine ganz kurze Aufnahmesession machen, weil nämlich das, was ich jetzt hier gerade im Moment aufnehme, das, jetzt schreie ich so. Blöder Rabe. Bist du jetzt ruhig? Hält jetzt die Fresse? Danke. Okay. So. Das, was ich jetzt hier gerade aufnehme, muss nämlich, in 9 Minuten bereits online sein. Also es kommt heute ein bisschen später. Es tut mir leid, ich bin hier gerade ein bisschen aktuell dran. Ich war noch unterwegs auf der Internationalen Spielemesse 2013 und Comic Action. Falls ihr das nicht kennt, googelt mal danach. Ist die Welt eine der weltgrößten Spielemessen, eine der weltgrößten Weltspielemessen. Ja, egal, vergesst es. Ihr wisst, was ich meine. Und immer wieder einen Blick wert, dort mal hinzugehen, auch wenn es leider deutlich kleiner geworden ist, was mich ein bisschen gestört hat. Aber man kann trotzdem mal hin. Nur um zu gucken, was so Neues auf dem Markt. Wobei das natürlich nichts mit Videospielen zu tun hat, sondern nur mit, ja, analogen, sage ich mal. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde nämlich jetzt mal in mein Eigenheim reisen. Was habe ich denn für... Guck mal, ich war so lange nicht online, dass ich ein... Guck mal, ich kann beides öffnen. Ach, das ist ja geil. Das mache ich gleich direkt. Passt mal auf, wir sammeln hier noch geile Sachen ein. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was gemacht, diese Folge, weil ich werde nämlich nur... Ich glaube, ich werde ungefähr eine halbe Stunde aufnehmen und dann einen Cut machen oder vielleicht dann nur eine Viertelstunde. Je nachdem. Um dann das direkt eben zu rendern und dann nehme ich danach einfach weiter auf, weil ich habe erstens nicht so viel Platz auf Festplatte, weil ich noch zwei andere Spiele aufgenommen habe in den letzten Tagen, die noch nicht gerendert sind. Und ja. Ne? Genau. Huch, es ruckelt. Was macht eigentlich meine Gilde? Meine Sippe meine ich natürlich. Was ist eigentlich passiert? In der Sippe sind schon alle wieder raus? Oder sind alle noch da? Rang 5 schon, alter Falter. Wir haben auch schon Offizierschat und wir haben auch schon fast. In Blendezeit, eine Woche, 5 Tage, dann haben wir die Sippenpost. Ach, das ist ja geil. Sind da noch genug Leute da? Ja, guck mal hier, alle noch da. Er hatte alles, ach, guck mal hier schon, mit Level Up und allem Zip und Zap. Ja, schön. Schön, schön, schön. So, was sehe ich hier? Ein Briefkasten. Da möchte jemand, ich möchte gerne in die Sippe. Ich, er ist 15 Jahre und Level 51. Gottes Willen, Lifetime VIP. Und ja. Der ist zu viel? Ja, hab ich doch selber. Aber trotzdem, danke für das Angebot, aber ich habe selber einen eigenen. Brauche ich nicht kaufen, ich habe schon. Ja. Dies ist ein Twink, den ich aber regelmäßig spiele. Das ist, jetzt muss ich mal eben gucken. Redormur. Jetzt muss ich mal eben in meine 4 Freunde. Ach, guck mal, der ist gerade online. Der Hefral. hinzufügen. Schon passiert. Ja, willkommen. So, dann kann der auch wieder von der Friendlist runter, weil die sind ja dann in der Sippe. So, zack. Und dann fügen wir einen neuen hinzu. Und zwar den Redormur. Zack. Ist der online? Nein, ist er nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ist schon 53. Schon wieder her. Mein Gott. So, und dann, wie komme ich jetzt hier rein? Slash G? Ne. Slash S? Immer noch nicht. Ich blick das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was für Kürzel das ist. Sippe, so. So, jetzt müssen wir noch unsere Geschenke öffnen. Erstmal das Silberne. Was haben wir da? Einfaches Horn der Zusammenkunft. Ja, super. Und was ist in dem drin? Oh, was Gescheites. Panzerhandschuhe des Martom-Jägers. Geil. Wir haben doch schon ein so ein Ding, ne? Wir haben doch schon ein Martom-Jäger-Item. Haben wir das nicht sogar hier? Ne, hier. Genau, wir haben das und wir haben das. Ja, saugeil. Das packe ich direkt mal in die Kiste. In unserer Hütte. Dafür haben wir die ja. Guck, mein epischer Goldfisch. Immer wieder ein Traum. Ist aber wirklich trostlos, ne? Und mein Bettchen. Geil. Lagertruhe. Kann man die eigentlich erweitern? Kann man die erweitern? Ich habe keine Ahnung. So, da kommen die Panzerhandschuhe rein und da keine gebundenen. Okay, der kommt da nicht rein. Dann muss ich das tatsächlich auf die Bank packen. Das ist ja ätzend. Ich dachte, es würde gehen. Aber ich wollte das jetzt auch nicht mit mir rumschleppen eigentlich. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte eigentlich, da war doch gerade noch der Hinweis, dass das Herbstfest angefangen hat. Das passt natürlich jetzt super, dass ich jetzt nicht groß irgendwas machen muss, sondern
Ich mache einfach das Herbstfest. Das ist dann gerade mal eine sehr praktische Angelegenheit. Ich gehe mal eben irgendwas verkaufen. Zum Beispiel. Und hier ist die Bank. Ich da auch hin. Bank öffnen. So, die Bank. Die Bank, die Bank, die Bank. Wie viel Gold habe ich eigentlich? Ach, 5 Gold. Gar nicht mehr so viel. Es geht. So, hier sind noch mehr Pixel. Wer lacht denn da so? So, lasst mal schauen, lasst mal schauen. Das kann ich mal einsetzen. Das kann man ruhig mal einsetzen. Ob die Zeit, wie lange dauert? Okay, das geht nur kurz. Dann muss ich mir jetzt eben schauen. Ich kann voll viel einfach weggeben. Unten sind Rezepte. Zum Beispiel, das ist noch ganz gut. Das ist auch ganz gut. Saphirbrosche der Wut. Sogar gelber. Vieles Item. Alter Falter. Hier ist ein grünes Item, oder? Ist das ein grünes Item? Ich weiß das nicht. Kann ich nicht richtig erkennen. Ach, ist aber egal. So, ich pack das mal hier, Zierwerk. Pack ich das mal mit rein. Ist zwar kein Zierwerk, aber ich tue es trotzdem mal mit da rein. Das kann da ganz gut hin. Das kann weg. Ditte kann weg. Ditte kann nicht weg. Und die ganzen Handwerksdinger können mal wieder hier oben rein. Das, das. Und Erze. Und Erze. Und Spukubinsplitter. Und Silbererze. Und Schwefelbrocken. Und hier noch so andere Rubindinger. Und robuste Felle. Und weißes Steinsalz. Und, was haben wir hier? Wetzsteine, die können eigentlich weg. Brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Das sind meine ganzen Tränke, meine Rationen. Das kann alles in die Tonne, der ganze andere Kram. Das ist gut, das kann alles mal weg. Jetzt ruckelt's. Jetzt kriegt die Nachrichten da unten im Gilden, im Sippenchip gar nicht mit. Ist mir eine Ehre, euch zu Diensten sein zu dürfen. Genau, ich habe zwar jetzt irgendwie einen ganzen Batzen Fälle, aber ich habe die noch nicht verarbeitet. Das habe ich noch nicht gemacht, das ist euch ja bewusst. Für alle, die hier regelmäßig zugucken, denen ist das natürlich völlig klar, dass ich das noch nicht getan habe. Das hat keinen besonderen Grund, außer dass es einfach lange dauert und ich bisher keinen Bock hatte. Das war schon auch schon alles. Das ist der ganze Trick. Eine Hose, die ich nicht brauche. Das sind alles Auftragsdinger. Ich weiß noch nicht, welche ich davon noch. Komm, der Schnittlauch. Das, der Schnittlauch hat 5 Silber gegeben. Für einen Bund Schnittlauch. Alter, ist ja krank. Ist ja verrückt, ey. Die können weg. Das kann weg. Und die Sindarin-Texte sowieso. Und das Ding brauche ich noch viel weniger. Schwere Eisenachs kann weg. Und das Ding kann auch weg. So, ich habe hier noch 600 Silber drin an Auftragsgegenständen. Die können alle eigentlich in eine Tonne. Ich weiß halt nur nicht, was heißt alle. Die können nicht alle in die Tonne. Das ist eben jenes welches Problem. Handwächst. Ich weiß halt nicht, welche ich jetzt noch für die Gebiete brauche. Aber da ich ein neues Gebiet angefangen habe, werde ich die aus dem alten Gebiet eigentlich nicht mehr brauchen. Ich weiß nur nicht, welche aus dem alten Gebiet sind. Da müsste ich jetzt meine ganzen Dinger durchchecken. Aber, das mache ich nicht jetzt, denn ich werde jetzt, wie ich gerade gelesen habe, das hat ja das Herbstfest. Ne? Ihr habt es gelesen, das Herbstfest war da, ich habe nur das Ding leider nicht mehr und hier geht's nach Schragen. Von Schragen komme ich aber schnell nach Bre. Mache ich jetzt mal, ich brotte jetzt einfach mal wütig die Gegend, ich muss ja gleich eh wieder stoppen und dann immer aufnehmen. So, ich brotte mir mal nach Schragen. Ne? Oh, komm, lad. Ach, Spiel. Okay. Geht doch. So, erstmal mache ich jetzt L und hier, komm mal so.
Das kann erstmal weg. Und dann setzen wir uns mal auf so einen ollen Zossen. Nein, tun wir nicht. Wir gehen hier zu dem. Guten Tag. Und dann holen wir nach. Ich weiß nicht, wo das Herbstfest ist. Das ist das Problem. Machen wir erstmal Hengstacker Hof für alle Fälle. Dann sind wir schon mal erstmal auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht sogar nach Bre. Ich weiß nicht, wo das Fest ist. Ob das in Breland ist. Dann ist es oben am Hengstacker Hof, das Herbstfest. Oder ob das in Auenland ist. Oder sogar noch woanders. Das kann natürlich auch sein, aber. Obwohl. Eigentlich gibt es so zwei. Mehr gibt es mehr als ein Fest. Mehr als zwei Festfelder. Gibt's mehr als die Feste im Auenland und im Breland. Ich glaube nicht, oder? Wüsste ich zumindest gerade nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der hier großartig alles auswendig kennt. Das ist ja, ja. Ne? Ich bin ja der Typ mit wegen ohne Plan und so. Weil Plan braucht man ja sowieso nicht. Habe ich ja, ne? Soll ich damit auch? Kann ich nichts mit anfangen. Mit Plan. Und von daher wird das schon eben passen. Was ist das eigentlich für ein Teil? Achso, ja, das Ding. Das Gefäß von Plan. So, ach, ich wollte auf Distanz. Und die geht auch nicht. Ha. Ha. Ich habe mir echt diese Mithrilmünzen gekauft, ne? Bin ich echt doof. Naja. Jetzt schon irgendwie gehen. Ah, guck mal, wir können auch Sonderangebote geben. Vielleicht gibt es ja was. Sollen wir da rumreiten? Können wir das ruhig mal machen. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Wir haben mal 790 Punkte über und wissen nicht, wohin damit. Und der erste Monat ist auch bald um. Das heißt, ich krieg dann nochmal 500 oben drauf und dann stehe ich halt da. Marksteinfertigkeit. Boah, das lädt aber auch ewig und 3 Jahre. Komm, weiter 2. Was sind das hier für Dinger? Ist gleich. Das ist dasselbe. Marktsteinfertigkeit 3. Schalte 1,40 Fertigkeit 2. Achso, man kann sich dann an mehrere Marktsteine. Ah, okay. Und der ist aber dauerhaft. Na, tatsächlich. 263 ist gar nicht so scheiße eigentlich. Ah, fest. Alter, wie geil sind die denn? Ne, wie geil ist denn das? Und wie unglaublich episch mit dem Brezel. Wie geil sieht das denn bitte aus? Das ist ja wohl der Oberhammer, dieses Pferd. Okay, ich muss beide haben. Ist klar, wie viel Herbstmünzen. Was kann ich für euch tun? Ich brauche Herbstmünzen. Ne, hab ich nicht. Bauernfest, Frühlingsfest, Sommerfest. Super. Erntebräuross. Ist das das? Das ist das gruselige Ross der Fledermaus. Und das hier ist das Erntebräuross. Das kostet einmal was? Das kostet gerade mal 20. Was ist das Medaille? Das kostet 20. Und das hier kostet. Das gruselige Ross der Fledermaus kostet 60. Ist das irgendwie ein besonderes Pferd? Moral 200 plus 62. Moral 200 plus 62. Und das ist auch keine. Ist ja keine Schabracke, weil ich habe halt keine. Kein Kriegsross, wo man das drauflegen könnte. Aber das wären wir eben. Warum habe ich hier eigentlich eine Schabracke? Nee, ist auch das Pony komisch. Aber da habe ich wieder 2 neue Pferde. Das kostet mich dann 80. Auch geil. Okay, das kostet mich 80 Stück. Ich nehme mal Flash. Das heißt, jetzt müssen wir das Bauernfest finden und dann machen wir ein paar Bauernfest-Quests. Weil das geht ja. Ich weiß gar nicht, wie lange das Bauernfest geht. Und dann werden wir das jetzt mal ausfindig machen. Wo die ganze Party denn abgeht. Ich hoffe mal da hinten auf dem Festgelände. Und das werden wir gleich wissen, denke ich. Sobald die Karte mal aufgerufen ist. Ich habe gerade auf M gedrückt. So. Ja, ich weiß das gleich. Ihr wisst das aber erst morgen. Aber das sieht hier schon mal zumindest ansatzweise gut aus. Ja, aber es sieht hier immer so aus. Vielleicht wieder da hinten an dem Labyrinth. Aber hier ist noch nicht wirklich was. Festplatz. So, ich guck mal. Und reite dann jetzt einfach weiter und sage mal. Das sieht gut aus. Ich sag mal, ja, ich sag mal bis morgen. Ihr seht das ja jetzt gleich, während ich hier fertig bin. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, hier ist der richtige Typ. Und ich sag mal, die Tussi, ich sag mal bis morgen.